Ein herzliches Grüß Gott, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir ein Herz. Dieses Herz ist gefaltet. Wie es geht, zeige ich dir gleich. Du benötigst ein Blatt, einen Bleistift und einen großen Teller. Und schon kann's losgehen. Leg das Blatt vor dich auf den Tisch, leg den Teller darauf, dass er oben und unten ein wenig über das Papier schaut und zeichne ihn, den Umriss des Tellers ab. Dann faltest du genau in der Mitte dein Papier und schneidest diese Linie mit deiner Schere aus. Und nun faltest du das Papier etwa einen Finger breit nach oben. Streifst es von der Mitte nach außen aus, umdrehen und wieder umfalten, dass die Bugkante genau mit der offenen Kante hier übereinstimmt. Unser Papier ist jetzt gefaltet und schaut so aus, im Zickzack gefaltet. Du streifst es jetzt fest nach beiden Seiten aus und faltest es dann in der Mitte zusammen. Nun benötigst du einen Tesafilm. Du reißt hier ein kleines Stück ab und klebst ihn so zusammen, dass es einen Tesapunkt ergibt. Dann setzt du einen unten an. Einen zweiten weiter oben. Nun sind wir fast fertig. Du klebst dein Herz in der Mitte zusammen und schon ist es fertig und du kannst es ausklappen. Weißt du eigentlich, dass vier Herzen ein Kleeblatt ergeben? Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und schick mir doch wieder ein Bild. Ich freue mich.